Hallo und herzlich willkommen zu Cake. Heute gibt es Flamingos. Und zwar als Tortentopper zum Dekorieren von jeder Art von Kuchen oder Torte. Falls ihr neu zu meinem Kanal seid, dann freue ich mich, dass ihr hier zuschaut und hoffe doch, dass ihr abonniert. Beginnen wir mit dem Rezept. Für die Erstellung der Flamingo-Toppers benutze ich mein jetziges Lieblingsrezept, Aquafaba-Baisers. Dafür tropfe ich das Wasser von 2 Dosen Kichererbsen ab und stelle das Wasser, genannt Aquafaba, über Nacht in den Kühlschrank. Dann wiege ich davon 125 Gramm ab und gebe dies in einen Standmixer und lasse es für ca. 10 Minuten schlagen. Hier gebe ich dann 125 Gramm Zucker und eine Packung Vanillezucker dazu und lasse es für 5 weitere Minuten schlagen, bis es fest und glänzend ist. Diese Mengenangaben reichen für ca. 50 Baiser-Küsschen oder ca. 12 Flamingos. Ich habe mir ein wenig von diesem veganen Baiser zur Seite gestellt und mit Rainbow Dust Farbe Claret gefärbt. Ich habe ein Stück Backpapier ausgelegt auf meine Backform und spritze hier 2 Zweien auf Schaschlikspieße drauf. Dann die Flügel von meinen Flamingos. Dann habe ich dieselbe Lebensmittelfarbe verwendet, um das Baiser nochmal dunkler zu bekommen und spritze damit die Federn der Flamingos. Ich verwende hier übrigens eine Spritztülle, das ist eine Gem-Spritztülle, das ist die 352. Es gibt eine ähnliche Spritztülle von vielen anderen Marken, wie auch von Wilton zum Beispiel. Mit gelb gefärbter Baiser habe ich dann die Schnabeln drauf gespritzt. Für die Augen der Flamingos verwende ich goldene Zuckerperlen. Die Flamingos müssen jetzt in den Ofen, vorgeheizt auf 100 Grad für 75 Minuten, und dann lasse ich sie für weitere 30 Minuten im Ofen stehen. Das Ergebnis sind diese schönen getrockneten Cake Toppers in Flamingo-Form. Ich hoffe, diese Idee hat euch gefallen. Über euren Feedback würde ich mich wie immer freuen. Danke fürs Zuschauen und bis bald!